geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, wie man es am Titel schon erkennen kann, habe ich euch etwas mitzuteilen. Ich mache es eigentlich viel zu spannend. Ich habe in den letzten Wochen, eher in den letzten Monaten, um genau zu sein in den letzten 3 Monaten, an etwas gearbeitet, was ich bis heute verschwiegen habe. Ich bin prinzipiell ein Mensch, der sehr gerne Überraschungen gestaltet und dementsprechend möchte ich dann immer relativ wenig vorher verraten. Aber jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo das Projekt, an dem ich so lange und so hart gearbeitet habe, schon langsam zum Abschluss kommt. Viele haben darauf gewartet, die Snapchat Army wusste so ziemlich von Anfang an Bescheid. Aber heute ist es an der Zeit, auch euch davon zu berichten. Ich habe an meinem neuen Track gearbeitet, liebe Freunde. Ich bringe in Kürze einen neuen Track heraus und dieser Track wird heißen... Na, das verrate ich noch nicht. Der Track ist zu 90% fertig. Es wird jetzt echt nur mehr der Feinschliff vollführt. An ein paar Stellen wird noch justiert und dann ist das Ding wirklich fertig. Und ich werde es auch raushauen. Es handelt sich genau, naja, die neue Kollektion, da wird es nicht mehr allzu lange dauern. Ich werde auf alle Fälle noch ein finales Datum herausgeben. Zu dem Zeitpunkt wird sie dann veröffentlicht und ist zu dem Zeitpunkt dann auch zur Premiere sofort erhältlich. Ihr wisst, man sollte schnell sein, man muss sich relativ schnell was kaufen, sonst ist wieder alles weg. Aber seid auf alle Fälle gespannt, denn euch erwartet nicht nur die dritte Kollektion, sondern auch mein neuer Track. Ich kann noch nicht allzu viel verraten, um was es in dem Track geht. Was ich auf alle Fälle schon mal sagen kann, ist, es gibt ein Wort, das ich off-cam um einiges häufiger benutze, als ich das on-camera mache. Es ist ein Wort, das sich auch in meinen YouTube-Videos ab und zu mal einschleicht, aber es ist doch eher ein österreichisches Wort. Und meiner Meinung nach genießt dieses Adjektiv viel zu wenig Aufmerksamkeit, denn dieses Adjektiv ist etwas, das nicht nur einen Lebensstil meiner Meinung nach beschreibt, sondern auch ein multifunktionales Wort, das für alle Lebenssituationen passend und genau beschreibend ist. Und diesem Wort wird in meinem Track und natürlich auch im Video dazu in einer Geschichte verpackt, der Respekt gezollt, den es verdient hat. Also so viel möchte ich bis dahin verraten. Jetzt gibt es Woche für Woche, Schlag auf Schlag dahin. Jetzt müsst ihr am Start sein, jetzt müsst ihr dabei sein, jetzt darf die Maximilian Army nichts mehr verpassen. Denn bis zum Jahr 2019 werden nochmal die Reste so richtig rausgeschossen und 2019 wird ein ganz neues Jahr. Es handelt sich hier auch etwas, das ich seit... Regie, wie lange plane ich schon ab dem Ding, das mit Februar losgehen wird? Lange. Was ist lange? Halbes Jahr schon, gell? An dem Ding plane ich nämlich auch schon ein halbes Jahr. Das wird dann mit nächsten Jahr losgehen. Also 2019 seid auf alle Fälle gespannt. Es wird sich hier einiges verändern. Und 2018 werden wir das Jahr nochmal mit Krachern beenden. Euer Maximilian. Ah, das habe ich vergessen. Scheiße. Okay, liebe Freunde, aufgepasst. Es gibt noch eine Neuerung. Was ganz Spezielles, da brauche ich auf alle Fälle auch eure Aktivität, denn ich hatte die Idee, ein neues Format zu gründen. Und zwar Maximilian Army's Worst Fits. Das bedeutet, ihr geht in eurer Fotomediathek oder von mir aus in uralten Fotos auf die Suche nach so richtig schlechten Outfits. Aber ich möchte hier keine Bad Taste Outfits, sondern Outfits, wo ihr zu dem Zeitpunkt, wo ihr sie angezogen habt, euch gesagt habt, ja, richtig cooles Outfit und jetzt im Nachhinein greift ihr euch auf den Kopf und denkt euch, what the fuck habe ich da angezogen? Ich habe heute leider kein Foto für dich. Und ich verstehe okay. Alles. Also eure richtig peinlichen Outfits, auf die ihr wirklich, wirklich stolz wart, wie zum Beispiel ich auf dieses Outfit hier, ja, die schickt ihr zu mir und zwar auf die Seite Mama What The Fuck, also Maximilian Army's Worst Fits. Auf diese Instagram-Seite schickt ihr mir eure Outfits und wir werden uns gemeinsam dann in der Rubrik Maximilian Army's Worst Fits darüber lustig machen und werden zeigen, welche peinlichen Outfits die Maximilian Army früher mit Stolz gerockt hat. Also, bis dahin, liebe Freunde, auf alle Fälle alle Fotos hinschicken, schon bald, schon nächste Woche gibt es zum ersten Mal diese Rubrik, seid auf alle Fälle gespannt, ich glaube, das wird mega lustig. Schickt mir eure peinlichen Fotos, keine falsche Scham, es werden hier auch keine Namen erwähnt und ich glaube, sowas kann man schon mal herzeigen und über sich selber lachen. Bis dahin, liebe Freunde, Fotos rausschicken, gespannt bleiben auf den neuen Track.
Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's los. Das Jahr wird richtig krass. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Maximilian.